Servus und herzlich willkommen. Ja, heute machen wir gebrannte Mandeln, wie vom Oktoberfest. Und das ist eigentlich ganz einfach. Das kostet einen Haufen Geld auf der Wiesn. Aber ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Für die gebrannten Mandeln braucht man natürlich Mandeln. Die habe ich schon geschält. Dann Wasser, Zucker, Vanillezucker, etwas Zimt, eine Prise Salz und noch ein paar so kleine Tüten. Die bastel ich nachher mit euch und zeige euch, wie das geht. Die genauen Angaben schreibe ich euch natürlich wie immer unten in die Infobox. So, zuallererst kommt das Wasser in die Pfanne. Dann kommt auch schon der Zucker dazu. Dann gefolgt vom Vanillezucker. Dann eine Prise Salz. Und der Zimt. Wenn das Zuckerwasser nun zu kochen beginnt, gebe ich die Mandeln dazu. Jetzt muss man so lange umrühren, bis die ganze Flüssigkeit verkocht ist. Dann beginnt das eigentliche Karamellisieren. In der Zwischenzeit zeige ich euch, wie man diese Mandeltüten bastelt. Man braucht dafür ein bedrucktes Papier. Das könnt ihr bei mir runterladen. Und zwar unten schreibe ich euch den Link rein. Und jetzt faltet man das, damit es zu einer Tüte wird. So, da haben wir das Blatt. Das falten wir jetzt hier einmal in der Mitte so zusammen. Dann machen wir es wieder auf. Dann nehmen wir hier die obere Ecke, die da, die falten wir hier runter. Dann falten wir die eine Seite wieder nach oben. Dann die andere Seite erst unten. Und dann hier oben. Schaut es so aus, dann machen wir das hier oben wieder auf und stecken wir es hier hinten hinein. Das ist ein bisschen eine Fummlerei, aber es funktioniert. So, und fertig ist eure Mandeltüte. So, und hier kann man jetzt schon erkennen, das wird ziemlich dick. Das heißt, das Wasser ist gleich verkocht und dann müssen wir etwas vorsichtiger mit der Temperatur sein. Am besten etwas herunterschalten, damit uns das nicht verbrennt. So, mit meinem Kochlöffel komme ich jetzt nicht mehr weiter. Jetzt habe ich mir hier so einen Metalllöffel geholt. Mit dem kann man hier richtig den Boden kratzen, weil es wird jetzt ziemlich fest. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo man etwas aufpassen sollte. Lieber einmal zur Seite stellen als verbrennen lassen. So, die Mandeln gebe ich jetzt auf ein Blech und dort lasse ich sie auskühlen.
Vorsicht, es ist sehr, sehr, sehr heiß. So, ihr habt gesehen, wie man leckere Mandeln macht. Ich probiere jetzt eine. Schmeckt sehr gut. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon wieder bei euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.